Hey Leute, was geht ab? Auf Wunsch von Little Controls kommt heute ein weiteres Halloween-Video, in dem ich den Kürbiskopf aus dem letzten Video in Brand setze. Außerdem grüße ich die oben genannten Leute. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ich den Kürbiskopf hier geschnitzt habe und welcher Halloween-Lifehack damit verbunden war, könnt ihr euch gerne das letzte Video, was ich jetzt oben rechts verlinkt habe, ansehen. Um den Kürbiskopf aber jetzt professionell für dieses Video in Brand zu setzen, brauchen wir folgende Dinge. Und zwar ist es Toilettenpapier, Petroleum bzw. Lampenbrennstoff und ein Feuerzeug oder Streichholz, was auch immer ihr da habt. Kurzer Hinweis, macht diesen Trick auf keinen Fall zu Hause nach, weil Feuer im Spiel ist und ihr euch die Bude abbrennen könnt. Seid also sehr vorsichtig und macht das nicht ohne Aufsicht. Ich verlagere jetzt das Ganze nach draußen und starte damit, indem ich zuerst die Toilettenpapierrolle in den Kürbiskopf stecke. Wenn sie nicht ganz durch die Öffnung passt, drücken wir sie etwas zusammen und quetschen sie eben durch. Sehr gut. Als nächstes gießen wir etwas Petroleum drüber, was sehr wichtig ist, damit die Toilettenpapierrolle tatsächlich lange brennt. Seid nicht zu sparsam und gießt am besten ein Viertel des Flascheninhalts drüber. Dann nur noch anzünden. Da es sich hierbei um Petroleum handelt, dauert es einige Sekunden, bis es Feuer fängt. Und das war's schon. Fertig ist der brennende Kürbis, der jetzt mehrere Stunden brennen wird. Ein cooler und etwas anderer Trick zu Halloween. Vor allem, wenn es etwas dunkler wird, sieht das Ganze noch cooler aus. Ihr könnt das Feuer natürlich auch vorzeitig löschen, dazu gießt man dann einfach etwas Wasser drüber. Ach ja, und bevor ich das Video beende, das ist das Ergebnis der letzten Umfrage. Ich hoffe, ich konnte der Mehrheit von euch einen Gefallen tun und werde mir auch bald wieder Gedanken über das nächste Video machen. War ja nicht das letzte Halloween. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr es gerne liken, teilen und kommentieren oder euch weitere Videos von mir ansehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.